So, Hallöchen, guten Morgen und willkommen zurück auf meinem Channel. Es ist soweit, der 10. Tag, der 1. Tag nach der Detox-Tour. Wir dürfen wieder was essen und heute gibt es zum Frühstück, damit wir den Magen und das ganze Verdauungssystem nicht gleich überlasten, ein Porridge mit wieder Blaubeeren, weil die sind ja quasi ein deutsches Superfood. Wildheidelbeeren natürlich, keine Zuchtheidelbeeren. Ja, die packen wir da rein und noch ein bisschen so ein Gesundheitsbooster dazu zu haben. Also Flocken. Haferflocken, die Wildheidelbeeren, Honig, Zimt. Oh, ich habe das Salz vergessen. Wir brauchen auch ein bisschen Salz. Endlich kommt wieder Salz zurück in meine Küche. Und da wir noch auf Milchprodukte erstmal verzichten wollen, werden wir erstmal Kokosmilch verwenden. So, das heißt, als erstes geben wir die Haferflocken. Ich muss jetzt für 4 Personen kochen. Ich mache das immer Gefühl nach Gefühl. Also ich habe da keine Abmessung oder sowas, Abmaße. Ich gucke einfach in den Topf und entscheide dann, okay, das reicht für 4 Personen. So. Und wer noch Hunger hat, der muss halt danach noch ein bisschen was anderes essen. Es gibt auch noch frisches Obst. Also dann kommt Honig dazu. Je nach Menge der Haferflocken halt. Ich würde sagen, nee, kann man schlecht sagen. Das müsst ihr nach Gefühl machen, wie süß ihr es halt gerne mögt. Honig steht ja auch auf der erlaubten Liste von dieser Tour, die wir gerade gemacht haben. So, kommt eine Prise Salz dazu. Ein Teelöffel Zimt. Oder auch ein bisschen mehr. Zimt hält ja den Blutzuckerspiegel stabil, also, aber anderthalb Teelöffel. So. Und Milchersatz ist eben die Kokosmilch. Damit Wasser auf. So, jetzt kommt es so dazu, dass ich am Ende quasi so viel Flüssigkeit hier drin hätte, wie ich mit der Milch auch gemacht hätte, sodass die Haferflocken einfach schwimmen. Nicht zu viel. So, wenn das Verhältnis ungefähr passt, stellen wir das Ganze an. Das Wasser kommt hier rein. So, wenn dann die Konsistenz passt, das heißt die Kokosmilch von den Haferflocken vollständig aufgesogen wurde und das jetzt so eine puddingartige Konsistenz hat, dann wird es in die Schüsselchen verteilt. Da kommen die Blaubeeren oben drüber und zum Schluss, das ist mir spontan noch eingefallen, ein paar geröstete Kokosflocken. So, das ist also unser erstes Frühstück. Ja, und hier sind wir wieder beim Frühstücken. Die erste Mahlzeit, wir haben es genossen, schön langsam essen mit der Magen und haben nicht überfordert. Ja, es war super lecker und das war's für heute.